Wenn die Fans nicht zu uns kommen, gehen wir eben zu den Fans, sagte man sich bei Williams Renault und schickte David Coulthard im Vorfeld des Spanien Grand Prix kurzerhand auf die Straße. Präzise gesagt auf die Straße zum Olympiapark Montjuïc, in den 70er Jahren noch Schauplatz der spanischen Formel 1 Rennen. Der schottische Williams-Pilot zeigte sich von der Begeisterung der Fans beeindruckt und auch die Strecke rund um das Olympiastadion hat es ihm angetan. Die Fahrt durch den Park war toll, die Strecke ist schön breit, dort Rennen zu fahren, muss fantastisch gewesen sein. So wie die abschließenden Drehereinlagen, mit denen Coulthard endgültig die Sympathien der Spanier gewann. Die feierten den rauchenden Renner wie einen Stierkampf-Matador.